Hallo Leute und willkommen zu einer... Ja, genau. Willkommen zurück zu einer neuen Runde Dark Parables. Im Bonus-Kapitel von Die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Ich habe das Puzzle soweit fertig gemacht. Wenn man ein bisschen schlau ist, dann kann man ja darauf achten, auch wie das Bild hinterher aussehen soll. Das hilft einem ja vielleicht ein kleines bisschen. Aber muss man auch nicht. Es geht auch so. Irgendwas, glaube ich, ist hier aber noch nicht ganz richtig, weil ich glaube, den kann ich jetzt hier nicht einfach draufsetzen. Das heißt, irgendwas hier muss gemacht werden. Also der gehört da anscheinend hin, aber... Ne? Der war schon fertig hier, da oben. Wenn ich die aber wegnehme, dann... Wo könnte der hingehören? Vielleicht muss das alles auch noch ein bisschen verrückt werden, aber ich glaube, sie ist eigentlich soweit fertig, deswegen... Oder sieht sie so ein bisschen verschroben aus? So ein bisschen, das... Schon richtig, oder? Schon richtig. So, ich mach das einfach nochmal jetzt hier. Vielleicht auch doch, aber das lange Ding hier, das... Vielleicht muss das zuerst rauf, muss man die so schichten irgendwie. Weißt du? Und ja, schichten. Genau. So. Haben wir es dann? Oh, wir haben es. Yay! Oh nein, und uns fehlt ein Mond. Nur ein Mond fehlt uns. 39 von 40 hatte ich. Ich weiß es ganz genau. Wir haben das Bonuskapitel jetzt geschafft. Was mache ich jetzt? Ich will den 40. Mond haben. Oh Mann, jetzt aber. Nee, ich will eigentlich... Nee, das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Ich möchte in die Extras. Das finde ich jetzt doof, dass das so schnell schon vorbei ist. Wieso ist das immer vorbei, wenn ich gerade anfange? Mit dem Parts. Nehmen wir mal ein paar Parabeln. Hauptspiel. Ja, da kann man nochmal suchen gehen. Wenn ich da jetzt raufgehe einfach, was passiert dann? Ach, dann darf man die nochmal einsammeln. Ja, dann verbringen wir jetzt unsere Zeit damit, Parabeln vollständig zu bekommen. Denn die will ich mir auch noch gerne anhören mit euch. Aber fragt mich nicht, wo. Es sind immer diese durchsichtigen Dinger. Hier im Hintergrund vielleicht. Da! Ach so. Okay, cool. Dann haben wir schon mal die erste fertig. Die hören wir uns an. Der Fluch der wahren Liebe. Also jetzt muss ich wieder vorlesen. Es war einmal eine rachsüchtige Göttin, die sich... durch Prinzessin Naida verärgert fühlte. Sie sprach einen Fluch aus und verwandelte die Prinzessin Naida in eine Meerjungfrau. Sie war dazu verdammt, für immer und ewig im Wasser zu leben. Ihre einzige Rettung war ein Schatz. Wenn sie den finden könnte, wäre der Bann gebrochen. Während ihrer Suche wurde Naida etwas unvorsichtig und wurde von hiesigen Fischern gefangen. Diese habgierigen Kerle stellten Naida zur Schau und verlangten Eintrittsgeld von all denen, die die wunderbare Meerjungfrau anschauen wollten. Naida verlor jegliche Hoffnung, jemals wieder ein Mensch zu werden. Doch eines Tages traf Naida einen Zauberfrosch. Mit seiner Hilfe konnte sie ihren Kidnappern entkommen. Aus Dankbarkeit küsste Naida diesen Frosch, der sich daraufhin in einen menschlichen Prinzen verwandelte. Die beiden verliebten sich auf der Stelle miteinander und er versprach, ihr zu helfen. Er suchte in der ganzen Welt nach dem geheimen Schatz für sie, der den Fluch der Göttin brechen würde. Außerdem half er auch ihrem Vater, als der Prinz mit dem Schatz in der Hand zu Naida zurückkehrte. Erlangte sie ihre menschliche Form zurück und die beiden lebten glücklich und zufrieden, zumindest für eine Weile. Okay. Gut, dann wollen wir jetzt mal Parabel 2 fertig machen. Bitte bring mich zu Parabel 2. Immer noch. Parabel 2. Hauptspiel. Dahin.
Bring mich dahin. So, hier finden wir das andere Teil, was ich übersehen habe. Und das finden wir bestimmt. Irgendwo wird es sein. Spätestens der Tipp wird es mir sagen. Die habe ich natürlich nicht ohne Grund nicht gefunden, sondern weil sie wahrscheinlich auch etwas schwierig zu fangen sind. So, da war es. 3 von 4. Es fehlt aber noch. Es fehlt immer noch. Ein Teil. Was mache ich jetzt? Nee, ich will gar nicht ganz zurück, aber wenn ich das mache, bringt es mich wahrscheinlich schneller dahin. Na? Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich hier ins Bild dann klicken? Da, okay. Man muss im Bild auf eine bestimmte Stelle klicken und dann findet man es wahrscheinlich eher. Ist sie da vielleicht? Wo ist es hier so ein bisschen schwammig? Da! Neue Auszeichnung, Weiser. So, dem eigenen Herzen folgen. Nächste Parabel. Prinzessin Calliope litt an dem Familienfluch, wodurch sie zur Meerjungfrau wurde. Als ihre einzige Rettung musste sie einen Schatz finden, der tief am Meeresgrund versteckt lag. Eines Tages kam sie an einem Schiffswrack vorbei und bemerkte zwischen dem Treibgut einen ohnmächtigen jungen Prinzen. Sie verliebte sich und rettete ihn. Durch ihre Liebe zu dem Prinzen wurde Calliope nun ganz verzweifelt. Sie wollte unbedingt den Schatz finden, damit sie sich wieder in eine menschliche Form zurückverwandeln konnte. Sie bat eine Meerhexe bei der Schatzsuche um Hilfe und bot ihr ihre Stimme zum Tausch an. Als sie wieder ein Mensch war, ging sie zum Prinz, der die Stummfremde als Gast zu sich aufnahm. Doch schon kurz danach gab der Prinz seine Verlobung mit der Prinzessin eines verfeindeten Königreiches bekannt. Calliopes Herz brach. Inmitten ihrer Trauer überhörte sie einen geflüsterten Plan über einen königlichen Mordanschlag. Am Tag der Hochzeit erspähte sie die Klinge, die für das Paar gedacht war. Sie liebte den Prinzen so sehr, dass sie sich selbst opferte. Der Prinz betrauerte ihren Tod und veranlasste eine königliche Seebestattung für sie. Calliope versank in die kalten Fluten des Meeres, das für so viele Jahre ihre Heimat gewesen war. Sie verschwand unter den schäumenden Wellen, was übrigens ja sehr nah dem Märchen Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen ist. So, genau, hier sollen wir jetzt, um die dritte Parabel zu machen, natürlich auf ihn klicken. Hier ist wieder der Fisch. War hier vielleicht noch eine Parabel? Ja, da ist 4 von 6. Aber das ist noch nicht alles, oder doch? Doch, tatsächlich. Prinzessin Theresa wurde durch einen Familienfluch in eine Meerjungfrau verzaubert. Sie wurde für immer von den Bergen und Wäldern getrennt, die sie so liebte. Theresa suchte unermüdlich nach einer Heilung und erfuhr dann von dem Schatz, der von roten Wölfen bewacht tief im Sumpf versteckt lag. Theresa griff an, doch die Wölfe konnten sie schnell übermannen. Als die Untiere gerade zupacken wollten, kamen 2 Jäger des Weges, die die Wölfe davonscheuchten und Theresa retteten. Der Mann stellte sich als Raphael vor. Die Frau war Eldra, eine Angehörige von Rotkäppchens Schwestern. Sie hatten Mitleid mit Theresa und gaben ihr den Schatz, der den Fluch aufhob. Nachdem Theresa wieder ein Mensch war, akzeptierte sie schnell Eldras Einladung, dem Orden der Rotkäppchen beizutreten. Über viele Jahre hinweg kämpften sie Seite an Seite in einer freundschaftlichen Rivalität, wodurch sie bis zur Spitze des Ordens aufstiegen. Ach, das ist ja interessant. So, die vierte Parabel hatte ich schon fertig. Das ist gut. Es war einmal ein nobler König, der in einem Krieg gegen ein feindliches Königreich verwickelt war. Er hatte die Gunst der Seegöttin auf seiner Seite. Sie bot ihm für den Kampf ihren antiken Zauberstab an. Seine Macht wurde immer größer, aber er konnte nicht genug bekommen. Auf Ratschlag seines Kanzlers unterzog sich der König einem Bindungsritual, wodurch er die Mächte der Meeresgöttin für sich dienlich machen wollte. Die Meeresgöttin hingegen verfluchte den König zur Unsterblichkeit in Gestalt eines Seemonsters und kettete ihn an sein versunkenes Schloss. Nun erkannte der König, dass der Kanzler, dem er vertraute, ihn betrogen hatte. Die Meeresgöttin gab ihm nur eine Möglichkeit, diesen Fluch aufzuheben, und zwar in Form von 5 elementaren Sphären. Die Töchter des Königs, mittlerweile durch den Fluch in Meerjungfrauen verwandelt, durchsuchten das Meer nach diesen Sphären. Jahrhunderte waren vergangen und nur noch eine Sphäre blieb unauffindbar. Doch im Laufe der Zeit wurde der König so von der Suche nach einer Heilung besessen, dass seine Seele genauso hässlich wurde wie sein Gesicht. Aha. So, die letzte Parabel, da suchen wir hier. In diesem Bild. Da haben wir es schon. Eigentlich gar nicht so schwer, aber da fehlt noch was. Eine fehlt noch. Und da muss man auf sie klicken und die finden wir hier. Wo ist das letzte Parabelchen?
Und wo ist vor allem der Mond? Ich will ja eigentlich den letzten Mond auch so gern finden. Geht das auch? Naja, die Parabeln sind erstmal wichtig und dann kümmern wir uns gleich mal um den Mond. Kann ja nicht sein, oder? 39 von 40, das ist schon ärgerlich. Was ist denn jetzt das Ding? Wieder irgendwas Schwammiges. Oh Gott, wie viel soll ich denn hier klicken? Hallo? Parabelteil. Vielleicht ist der Tipp soweit. Wenn ich es nicht finde, dann nehme ich den Tipp. So, wo ist es? Ich habe doch schon mehrmals hier hingeklickt. Guck, ich klicke. Ich weiß nicht, wie viel man da klicken soll, echt. 5 von 6, immer noch nicht alle. Was fehlt noch hier in dem Bild? Was stimmt hier noch nicht? Nee, ist doch alles fertig. Wieso dann 5 von 6? Thalassa, die Schutzpatrongöttin. Für Seefahrer behütete die Schiffe der Insel. Zu ihren Schützlingen gehörten auch 2 feindliche Königreiche, Kokino und Prasino. Als ein junger König aus Prasino den Thron bestieg und der Krieg zwischen den Königreichen noch heftiger wurde, versuchte er, sich mit der Göttin anzufreunden. Sie kamen sich näher und sie begünstigte seine Kriegsschiffe und stellte ihm ihren eigenen antiken Zauberstab während der Schlacht zur Verfügung. Doch diese Freundschaft wurde schon bald von Habgier überschattet. Der junge König wollte die Herrschaft über den Seehandel, doch er begehrte auch die Macht und die Betreuung, ja, die Betreuung der Göttin für sein anderes Königreich, ein eigenes Königreich, so. Der König und sein treuer Kanzler klügelten einen Plan aus, um die Seele der Göttin tief in den Höhlen dieser Insel einzusperren. Der König missbrauchte das Vertrauen von Thalassa, legte sie herein und versklavte sie für sein Königreich. Thalassa fühlte sich fürchterlich betrogen und war voller Hass, während sie ihre Gebote ausführen musste. Sie schwor dem König und seinen Nachfolgen ewige Rache und wartete auf die Gelegenheit, ihre Rache freien Lauf zu lassen. Und den Fluch haben wir anscheinend aufgehoben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das waren die ganzen Parabeln, die ich gerne währenddessen des Spiels eigentlich lieber erzählt hätte, aber jetzt haben wir sie im Nachhinein gehört. Was ist denn jetzt aber mit Sammelobjekten? Da ist der fehlende Mond. Gib mir den letzten Mond. In welchem Bild habe ich den Mond übersehen? Hier, na klar. Den habe ich ja damals schon nicht gefunden. Oh, und ich denke immer, es ist der, ne? Wo ist jetzt der Mond? Ich habe so lange hier gesucht gehabt. Ich habe ihn. Da unten rechts. Oh, es gibt's nicht. Echt. So, alle Monde fertig. Was kriege ich jetzt? Es ist vollendet. Es ist vollbracht. So. Was kann ich jetzt damit machen? Sammelobjekte? Dafür kriege ich nichts. Ich habe jetzt alle Monde, ja? Und fertig. Sieht schön aus. Toll. Ich habe mich so bemüht, die alle. Souvenirtruhe? Was ist denn in der Souvenirtruhe? Ach, was ist denn hier? Kriegt man jetzt hier vielleicht was? Zerstört was? Zerstörter Weg? Was habe ich jetzt bekommen? Eine Flöte? Was ist das jetzt hier? Was kann ich da jetzt machen? Hallo? Soll ich jetzt hier flöten? Oder was? Ich bin einfach nur so mal wieder vorbeikommen. Ich fand den Tempel so schön. Ach, hier gibt's was zu tun. Ach, ich soll die Flöte suchen. Und hier soll ich den Speer suchen. Ach, das ist ja klasse. Okay, dann suchen wir jetzt nochmal hier die verborgenen Sachen. Jetzt checke ich das auch. Da ist der Fisch. Ich Adlerauge werde die Sachen schon noch finden. Eine Zange. Da ist die Zange. Im Werkzeugkoffer. Gebt mir all die Teile, die ihr haben wollt. Da ist es. Nächstes Bild. Nein. Nein. Irgendwo eine Truhe. Irgendwas, was ich öffnen soll. Da öffnet sich schon der Tipp. Da, hinterm Kissen. Auf dem Bett. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das da. Und dann ist der Schreibtisch gleich voll. Da ist die Muschel. Das ist ja cool, dass man jetzt hier tatsächlich noch so ein extra Spielchen hat. Das habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Dass man hier noch so wirklich was zu tun kriegt. Am Ende.
Vielleicht ist das auch nur, weil ich die Monde alle gefunden habe. Ich weiß. Oh. Wollte doch gar nicht zurück. Hallo? Gib mir noch mehr von den Sammelobjekten. Ich will sie alle finden. Hier, da. Ich finde sie alle. Hier war ich doch zuletzt. Wo ist der Kelch? Wo könnte der Kelch stehen? Der steht doch irgendwo. Kelch, Kelch, Kelch. Bestimmt irgendwo in einem Vorhang oder so. Irgendwas an die Seite schieben. Ein Tipp? Vielleicht? Da oben? Was macht denn der da oben? Oben an der Decke schwebt ein Kelch. Wer hat den denn da hingestellt? Die Putzfrau. So, eine Klingel. Eine Klingel. Sieht immer noch nicht aufgeräumt hier aus. Könnte auch mal jemand den Stuhl hinstellen. So, ding, dang, dong. Vielleicht wieder irgendwas da oben? Ja, tatsächlich. Ah, knifflig hier. Nicht so einfach hingekleckst, dass man sich das da... Ne? Muss man schon ein bisschen was tun, Leute. Ich gucke jetzt immer oben. Wenn ich so viel unten gucke, dann finde ich das ja gar nicht. Der Wecker, der Wecker. Wo ist denn der Wecker? Da ist der Wecker. Ach, der steht doch einfach so. Ich dachte, jetzt muss ich eine Schublade öffnen. Und noch eine Hand oder sowas? Ja. Dahinter. Hinter der Vase. Die wussten nicht, wohin damit. Haben sie es hinter die Vase getan. Ein Stück Seil. Da. Habe ich jetzt langsam mal alles? Immer noch nicht. Da. Unten im Boden. So, jetzt noch ein Büchlein oder sowas. Oh, da hinten brennt es ja noch. Warum brennt es da hinten? Hier unter der Krabbe im Sand. Im Sand, komm. Jawoll. Es geht rucki-zucki. Rucki-zucki. Ja, es kann natürlich auch ganz offensichtlich irgendwo liegen. Es muss ja jetzt gar nicht irgendwo drunter versteckt sein. Das ist das Fiese. Dass man gar nicht weiß, soll ich jetzt was machen? Oder soll ich einfach nur danach suchen? Ich hätte es ja hier beim Schreibtisch hingetan. Aber nein. Da ist es nicht. Braucht man einen Tipp. Dahinter will. Oh Mann. So, eine Libelle. Hey, Libelle. Nö, nö, nö. Klick, 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 klick. Wenn hier so eine Hand erscheint, dann kann ich ja was machen. Ist sie vielleicht im Blumenstrauß oder hinterm Gemälde? Nein, nein, nein. Vielleicht ja auch wieder direkt irgendwo. Tatsächlich, direkt beim Blumenstrauß. Und ich war schon da. Tja, da ist auch der Kompass direkt. Und ein Löffelchen suchen wir. Der Löffel. Den habe ich gar nicht erkannt. Haben wir es dann? Nein, wir haben es immer noch nicht. Okay, jetzt hätte ich es doch ganz gerne mal geschafft. Ja. Nimm's dir. Was auch immer das Metallteil hier vorne. Hier lässt sich auch was machen. Ach, wir haben was geangelt. Und ich wollte noch vorhin im Bonuskapitel... Ach so, es gehört alles noch zum Bonuskapitel. Ne? Wir sind ja hier im Bonuskapitel. Das heißt, das normale Spiel haben wir schon durch. Jetzt kommen die Sammelobjekte aus dem Bonuskapitel. Zack, zack. Die Scheiben auch noch. Hier sind wir schon bei den Toten. Kann also nicht mehr lange dauern, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Da oben, ne? Da oben. Das ist schon böse gewesen hier mit den Königinnen. Neue Aussagen. Sammler. Sammle alle Souvenirs. Hab ich doch.
Hab alles gesammelt, was man sammeln sollte. Das sind unsere tollen Souvenirs. Ein Kompass, eine Flöte, eine Libelle und allerlei Gedöns. Ein Löffel, die komische Hand, so ein Koffer voller Ramsch. Ja, das waren die Extras. Schön. Nein, ich find's gut. Es hat Spaß gemacht. Gibt's jetzt noch was? Man kann hier auch noch Minispiele machen. Minispiele, die wir aber schon hatten. Das muss nicht unbedingt sein. Und man kann sich die Filme nochmal anschauen, was sehr cool ist. Vor allem das Ende mit ihr hat mir auch sehr gut gefallen. Ich gehe jetzt mal zurück. Und mach mal die Mitwirkenden an. Und freue mich, dass wir es geschafft haben, den 8. Teil von Dark Parables zu spielen. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde persönlich, das war fast eines der schönsten Dark Parables Teile, die wir hatten. Ich liebe halt Meerjungfrauen. Vielleicht liegt es auch einfach an diesem Element und dieser Art Märchen. Ich finde halt auch das wahre Meerjungfrauen-Märchen von Hans Christian Andersen sehr traurig schön. Mag ja auch die kleine Seejungfrau gerne gucken. Und ja, das finde ich einfach schön. Ich finde es auch gut, dass die Parabeln so gezeigt haben, was mit den unterschiedlichen Mädchen widerfahren ist, die dann Meerjungfrauen vorher waren oder dann geworden sind, je nachdem. Auch im Zusammenhang mit diesem Rotkäppchenorden, also dass man da auch wieder Verbindungen hatte zu den anderen Dark Parables-Teilen. Sehr cool. Das Bonuskapitel war halt auch ein bisschen so makaber mit diesem König Blaubart, aber auch das echte Märchen ist nicht ganz ohne. Also die echten, auch Gebrüder Grimm-Märchen sind ja gar nicht immer so schön und lieblich alle, auch wenn sie eigentlich für Kinder sind, sondern die haben ja auch immer irgendwie was Düsteres an sich. Das mag ich halt gerne, wenn das auch mal kundgetan wird in irgendwelchen Filmen oder Spielen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Der Teil war jetzt auch mit iPix, soweit ich weiß, zusammen erstellt worden. Also nicht nur mit Yes Blue Tea Games zusammen, sondern auch mit iPix. Ich finde, das hat man auch ein bisschen gesehen in diesem Dark Parables Teil. Da diese alten Elemente von Dark Parables dabei waren, aber neue Verfilmungen, also neue Sequenzen und das alles wurde so ein bisschen auf iPix auch hochgepusht. Das fand ich sehr schön, hat mir gut gefallen und ich hoffe, dass der nächste Dark Parables Teil mindestens genauso schön wird und ich bin davon ziemlich überzeugt und mag diese Spiele einfach unglaublich gerne. Ich hoffe, es macht euch auch weiterhin Spaß. Ich verabschiede mich, wir sehen uns im nächsten Weekend Game. Weiß ich noch nicht, was das sein wird. Werdet ihr sehen. Seid dabei. Bis dann.